So, hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu meinem regelmäßigen Webinar Erfolgreich handeln mit der Markttechnik. Mein Name ist Mike Seidel. Ich bin selbst Händler und Gründer der Investorschule, wo ich regelmäßig mein Wissen auch an andere Marktteilnehmer weitergebe und mit Ihnen hier an dieser Stelle auch immer mal wieder über die Märkte schaue. In diesem Monat gibt es nur das eine Webinar durch die Feiertage. Das hatte ich ja im letzten Webinar auch schon angekündigt. Ich hoffe, dass der Ton soweit gut ist und Sie das Bild gut sehen können. Diejenigen von Ihnen, die hier dem Webinar auch live folgen, scheuen Sie sich nicht, wenn Sie Fragen haben, dann stellen Sie die ruhig direkt in die Fragefunktion im GoToWebinar, beziehungsweise diejenigen von Ihnen, die im Facebook zuschauen. Auch hier herzlich willkommen. Ich gebe das Ganze hier im Livestream direkt auch an Facebook weiter. Scheuen Sie sich auch hier nicht, einfach mal die ein oder andere Frage zu stellen. Und diejenigen von Ihnen, die das Webinar in der Aufzeichnung noch einmal ansehen möchten, ist relativ einfach zu finden. Ich stelle die immer auf die Investorschule-Website. Das heißt, das ist die Website meiner Firma sozusagen. Investorschule.de hier einfach eingeben und dann kommen Sie auf die Website drauf und können entsprechend im Internet dann auf die Webinaraufzeichnungen klicken und hier finden Sie dann auch entsprechende Aufzeichnungen über die Webinare an sich. Wer Fragen auch dazu hat, nutzen Sie ruhig das Kontaktfeld, um mit mir in Verbindung zu kommen. Und wenn Sie sich die Börsenplattform auch einmal genauer anschauen wollen, klicken Sie ruhig auf Börsenplattform. Hier finden Sie alle Informationen, die Sie möchten. Und wenn Sie den China Trader kaufen wollen, dann machen Sie das ruhig direkt über die Website der Investorschule. Das kostet Sie keinen Cent extra, aber Sie haben einige Vorteile in diesem Bereich. Die beantworte ich Ihnen gerne auch im Nachgang. Das müssen wir nicht jedes Mal in den Webinaren machen, weil wir wollen ja hier schließlich darauf schauen, was momentan einfach aus meinen Augen an den Märkten los ist und wie mich die Software der Agena Trader im Handel auch unterstützt. In diesem Sinne fangen wir auch mit dem Hauptteil des Webinars einfach einmal an. Wir beginnen natürlich immer mit dem Risikohinweis. Börsengeschäfte sind mit erheblichen Risiken verbunden. Das müssen Sie wissen. All das, was wir hier besprechen, sind definitiv keine Kauf- oder Verkaufempfehlungen, sondern einfach nur Informationen, die Ihnen helfen sollen, Entscheidungen auch zu treffen. Weiterhin möchte ich noch auf den Interessenskonflikt hinweisen. Es kann sein, dass ich Werte, die wir hier besprechen, im Portfolio habe, beziehungsweise zukünftig auch im Portfolio haben werde. Und da können es natürlich sein, dass ein Interessenskonflikt auch auftritt. Schauen wir, was wir heute auch besprechen. Das ist das Standardprogramm. Das heißt, wir schauen einfach mal einen kurzen Blick darüber, was die Markttechnik kann. Wir schauen auf die Marktbesprechung der Börsenampel, die Indizes sozusagen. Und wenn Sie mögen, kümmern wir uns über die ein oder andere Frage von Ihnen. An der Stelle möchte ich auch gleich noch sagen, ich habe heute den Agena Trader noch in meiner aktuellen Arbeitsversion. Es ist einfach momentan relativ viel los. Ich habe es nicht geschafft, den Desk für Sie so vorzubereiten, dass wir hier direkt einsteigen können in die klassischen Markttechnik-Handelsplätze, die wir hier für Sie vorbereitet haben. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Wenn jemand eine Frage hat, beantworte ich die aber natürlich sehr, sehr, sehr gern, weil das Ganze soll ja auch ein bisschen technischen Charakter haben, dass wenn Sie eine Frage haben, Sie einfach diese hier mitstellen können. Schauen wir mal eben darüber, was kann die Markttechnik, das als generelle Einleitung. Ich nutze im Handel einfach nackte Charts. Das heißt hier, ich weiß, der Chart sagt uns alles, was wir benötigen. Warum? Weil ich weiß, dass viele, viele Handelssysteme einfach auf Grundlage der Trend Bewegungen im Chart funktionieren. Und da brauche ich nur den nackten Chart, um zu sehen, wie die Trends sind, wie die Verhalten der Marktteilnehmer sind. Das heißt hier, wir sehen im Chart ganz klar,
das Verhalten der Marktteilnehmer. Wir sehen im Chart, wenn wir einsteigen wollen, wo ist ein gutes Einstiegslevel, wo sind gute Möglichkeiten, Stops anzubringen. Und wir können auch die Frage beantworten, wer nach uns kauft. Das heißt, wo können wir Ziele hinlegen? Das sind die wichtigsten grundlegenden Dinge, die wir brauchen, um entsprechende Setups in den Markt zu legen. Visuell sieht das dann so aus. Sie haben hier einen Chart, wie ich den hier abgebildet habe. Wir sehen ganz klar, was Bewegungen, was Korrekturen sind. Wir sehen untergeordnete Trendverläufe. Wir wissen, wann ein untergeordneter Trend entsteht, wann dieser Trend den Abwärtstrend der Korrekturbewegung beziehungsweise der Korrektur im Trend beendet. Wir sehen, wo wir reinsteigen können. Wir sehen, wo Stopplevel hingelegt werden können. Wir sehen, an welchen Stellen Marktteilnehmer nach uns kommen, die mit Kaufordnern warten können. Das heißt, das sind all die Dinge, die fließen aus den Charts ein und darauf können wir dann unsere Handelsstrategie nach markttechnischen Regeln entsprechend auch aufbauen. Das heißt hier, wenn Sie wissen, was zu tun ist, kann halt die Software der China Trader hier Ihnen unheimlich viel Arbeit abnehmen. Wichtig ist halt, dass Sie entsprechend wissen, was hier auch zu tun ist. An der Stelle noch einmal ganz kurz den Hinweis: Softwareinformationen gibt es auf der Investorschule und diese Webinare hier an dieser Stelle veranstalte ich regelmäßig jeden zweiten und vierten Donnerstag im Monat, es sei denn, das Ganze fällt auf einen Feiertag oder aber ich bin im Urlaub und deswegen findet das Webinar hier an dieser Stelle auch nicht statt. Und damit würde ich ganz gerne auch direkt in den Trading Desk mit einsteigen, das heißt einfach mal schauen, was die Märkte hier im Moment auch machen. Ich muss jetzt noch mal kurz nachschauen, dass ich Ihnen auch den richtigen auf den Markt hole. Das müsste dieser sein, ganz genau. Jetzt müssten Sie eigentlich den entsprechenden Agena Trader auch sehen. Und ich hatte Ihnen ja gesagt, die Software heute, die Plattform, die ich gerade benutze, das ist die Handelsplattform, die ich für mich in Regelmäßigkeit selbst auch anwende und komme vom Prinzip her direkt gerade auch aus dem Handel für Sie ins Webinar hier zurück. Aus diesem Grund ist das mein aktueller Desk für den einen oder anderen auch vielleicht mal interessant. Und diese Dinge hier zu sehen. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal die großen Bilder der Indizes an, um einfach mal so die Marktstimmung zu bestimmen, damit wir auch sehen, welche Handelssignale können denn hier getradet werden. Und danach schauen wir einfach mal ein paar Kandidaten an, die ich auf der Uhr hatte, die ich getradet habe, beziehungsweise die ich für die Zukunft auf der Uhr habe, um hier auch in die Märkte wieder mit hineinzukommen, wenn die Signale aus der Korrektur heraus auch erarbeitet werden. Das heißt, wir schauen hier erstmal auf die großen Indizes an sich. Was Sie hier jetzt sehen, ist oben immer der Tageschart, unten der Stundenchart hier in der Regel, damit ich sehe, wie die Tagesverläufe sind und auch sehen kann, wie entsprechend die Verläufe in der untergeordneten Zeiteinheit der Stunde auch mit sind. Das heißt, wir fangen hier einfach mal an mit dem deutschen Markt, mit dem deutschen Aktienindex. Ich mache das mal ganz kurz auch groß für Sie und ich nehme hier einfach mal momentan die Trendaufzeichnung raus. Das brauchen wir jetzt hier in diesem Sinne nicht. Das heißt, ich möchte das einfach mal klassisch ganz normal mit Ihnen so besprechen, wie der Markt das gerade hier anzeigt und das zum Arbeiten gibt. Was haben wir hier vom Prinzip? Wir sehen hier an dieser Stelle den DAX einfach mal als Index. Sie können sich das Ganze oder wir können uns das Ganze auch im Future anschauen. Das Bild ist hier vom Prinzip her absolut identisch oder nahezu identisch. Die Future-Preise sind ja immer mal etwas abweichend von den Kursen. Das ist völlig normal. Aber was wir hier sehen, ist im DAX eine Situation, die wir beim letzten Mal auch besprochen hatten, wo das große Bild vom Prinzip her hier in die Situation gebracht wurde, dass der Markt, ich mache mal kurz den Zeichenstift für Sie mit an, dass ich hier auch ohne weiteres drinne zeichnen kann im Chart, so Freihand zeichnen, einfach mal so hineingegangen, dass wir sozusagen hier einen noch abwärts gerichteten Markt gehabt haben, der vom Prinzip her hier das letzte Stück gehabt hat, das heißt die letzte Korrektur, die letzte Bewegung. Wir hatten hier diesen Bereich des Hochs, das ist rausgenommen worden und wir haben jetzt hier einen schönen entsprechenden Aufwärtstrend, den der Markt hier gebildet hat und wir sehen sogar einen untergeordneten Trendverlauf, den wir hier im Tageschart haben. Das heißt, wir können hier auch sehen, was gewesen ist. Hier gab es sozusagen jetzt im Tageschart entsprechend noch einmal die Situation, dass wir hier einen Untertrend hatten, der hat hier korrigiert, ist hier nach oben gelaufen und jetzt sind hier vom Prinzip her
dieser Bereich hier unten, dieser wichtige Widerstandsbereich, der ist jetzt die letzten Tage deutlich rausgenommen worden. Das heißt, gestern ist der Markt hier massiv unter Druck gekommen. Heute geht es schon wieder deutlich nach unten. Das ist das aktuelle Bild. Das heißt, wir haben hier die Situation, dass der Markt diesen Bewegungstrend erstmal gebrochen hat. Das große Bild ist völlig okay. Die Regeln der Markttechnik sagen auch, man kann ja einen korrigierenden Markt haben, ohne dass der entsprechende Trend auch gebrochen wird. Das heißt, aus Sicht der Markttechnik hätten wir jetzt vom Prinzip her sogar Luft, ohne diese schöne, starke Aufwärtsbewegung, hier diesen Aufwärtstrend zu brechen, bis in diesen Kursbereich im Future hier unten bei 12.320 Punkten, in diesem Bereich hier unten. Und wenn wir uns zusätzlich mal noch entsprechend hier die Einstellung für die gleitenden Durchschnitte reinnehmen. Ich will mir hier nur mal einen anderen Chart für Sie reinnehmen. So, wir wollen mal den Chart laden und dann nehme ich einfach mal einen Chart hier rein, dass wir die gleitenden Durchschnitte auch schnell mit drin haben. Dann haben wir hier die Situation, schauen Sie, der 200er Tagedurchschnitt, das ist die rote Linie hier, ich nehme die anderen mal ganz kurz raus, die brauchen wir jetzt nicht. Das ist hier diese Linie, die hier unten verläuft, bei um die 12.700 Punkte im DAX. Das wäre erstmal ein erster Anlaufpunkt in diesem Bereich. Warum ist diese Linie so wichtig? Schauen Sie, wir haben hier unten drunter etwas gebraucht, bis wir diese Linie durchbrochen hatten. Und mit Überschreiten dieser Linie ist es ja immer so, dass der Markt eher oben, wenn er oben drüber notiert, dass er hier als Aufwärtstrend bezeichnet wird und wenn er unten drunter notiert als Abwärtstrend. Das heißt, es wäre hier durchaus möglich, dass wir erstmal in dem Bereich von 12.000 knapp 700 Punkte laufen können. Diese Linie sollte dann natürlich auch gehalten werden. Das heißt, wenn der Markt positiv weiterbleiben sollte, dann wäre es schon ein schönes Zeichen zu sehen, dass der Markt von diesem Bereich abspringt und wieder entsprechend nach oben läuft. Wenn wir uns das Ganze mal im Eurostoxx 50 auch anschauen, dann haben wir hier ein Bild, wo wir sehen, der Markt ist unter diese Linie sogar schon drunter gefallen, aber die Trendentwicklung ist hier ein klein wenig eine andere gewesen. Sie sehen das Ganze hier, aber der Markt ist hier auch deutlich angeschlagen. Sie sehen es, wir haben hier oben das letzte Bewegungstief auch rausgenommen. Also hier ist auch dieser Bruch entsprechend auch schon entstanden in den Märkten. Wir haben ja hier den Trend entsprechend rein. Sie sehen, diese starke Bewegung nach oben ist auch gelaufen. Hier ist viel Platz nach unten, aber hier gab es halt einen Rutsch unten rein, sozusagen eine Seitwärtsbewegung, wo der Markt mal seitlich im Endeffekt gelaufen ist. Da sind wir jetzt hier auch deutlich drunter. Und beim europäischen Aktienindex wäre es jetzt also auch wichtig, jetzt sind wir unter die 200er-Tage-Linie drunter gefallen. Das wäre doch ein positives Bild, wenn der Markt hier wieder rumdrehen würde, um dann entsprechend hochzugehen. Die kurzfristig agierenden Händler, die haben natürlich hier in den letzten Tagen die Abwärtstrends auch in den Märkten. Das heißt, in den kleineren Zeiteinheiten ist das auch schön gewesen. Warum? Wir konnten hier in den kleineren Zeiteinheiten natürlich immer relativ schön sehen, wo wir entsprechende Tagestiefkurse haben und sehen, dass der Markt ja auch schön anläuft. Sehen Sie, wir hatten hier gestern den Bruch des Ganzen und diese relativ nah am Markt liegenden Punkte sind auch schnell angelaufen worden. Und jetzt haben wir hier halt die nächsten Tagestiefs gehabt bei 3.497 und der nächste Bereich, der wartet schon wieder hier unten. Und wenn dieser beispielsweise gerissen wird, dann kann das hier auch für einiges an Bewegung bringen. Das heißt, dieser Future, dieser Markt ist auch für das kurzfristige Trading momentan auch nicht uninteressant für das Intraday Trading, um entsprechende Kursziele auf der Unterseite hier auch ausfindig zu machen. Also auch ein spannender Markt, aber momentan, Sie sehen es, die letzten Tage deutlich abwärts gerichtet. Und das, was wir momentan von den Märkten halt hören, auch die politischen Situationen, die sind halt momentan eher so ein bisschen dazu da, dass der Markt hier auf die Verkaufssignale drückt und die Kurse nach unten abholt. Wir wissen allesamt, dass Nachrichten Kurse machen und diese Nachrichten dienen momentan einfach dazu, dass der Markt hier nach unten abtaucht. Und wenn wir mal sehen, was heute auch in den Indizes los war, wenn wir den DAX mal anschauen, uns mal die Bankentitel beispielsweise auch angucken, die Commerzbank oder die Deutsche Bank, die sorgen schon dafür, dass die Märkte ordentlich unter Druck kommen. Jetzt haben wir hier die Situation, dass wieder weiterhin auf der Tür steht von den USA, diese Einfuhrzölle auf die Automobilwerte. Die stehen ja weiterhin auch im Raum. Da haben wir ja nur eine Übergangsfrist. Das wäre dann wahrscheinlich sehr negativ für die Automobilwerte in diesem Bereich. Also Sie sehen, da gibt es auch einige Dinge, die wir in den Nachrichten immer wieder haben, die dann die Kurse entsprechend nach unten bewegen und wir hier auf der Verkaufsseite das Ganze entsprechend auch sehen. Also so viel mal zum deutschen und zum europäischen Markt. Wenn wir uns das Ganze mal noch anschauen am US-Markt entsprechend, sieht das Bild noch ein wenig anders aus. Der
ES, der S&P 500 sozusagen, der macht momentan ein sehr, sehr interessantes Korrekturmuster. Wir haben hier eine hohe Flagge in diesem Bereich nach diesem schönen, starken Anstieg. Wer mich kennt, weiß, dass ich diese Muster auch sehr, sehr gerne in den Charts suche und sehr, sehr gerne auch trade. Hier haben wir die Situation dieser Seitwärtsbewegung, dieses Hin- und Herspringen sozusagen. Und es wäre hier ein durchaus positives Zeichen, wenn der Markt die Kraft finden würde, oben drauf zu gehen, also oben rüber zu springen sozusagen, um dann hier oben ran zu laufen. Und wenn das Ganze passiert, einmal von der Indexseite sehen wir, wenn der Bruch nach oben kommt, schauen Sie, wir haben hier relativ nah auch schon wieder die nächsten Tageshochs liegen, wo der Markt wirklich schön ranlaufen kann und diese Hochs einfach rausnehmen kann. Das kann für gute Kursdynamik sorgen. Das wäre ein sehr, sehr positives Bild, weil der Markt hier im Großen natürlich hier jetzt mittlerweile auch einen Aufwärtstrend gebildet hat, der auch da ist und momentan halt einfach etwas über die Seite entsprechend korrigiert. Also hier das Bild in den USA sieht doch deutlich anders aus, wie das, was wir momentan in der Eurozone beziehungsweise im DAX entsprechend haben, was wir hier besprochen haben. Und das sind die Dinge, wo ich auch in den letzten Tagen doch einige schöne Setups gehabt habe, die in die Long-Richtung auch sehr, sehr gut funktioniert haben, wo ein paar schöne Gewinne auch im Depot angefallen sind, einfach weil die ganze Lage sich deutlich gebessert hat. Und wir hatten ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich in dem Webinar hier beim letzten Mal drüber gesprochen hatte oder in meinen morgendlichen Webinaren, die ich regelmäßig für Tickmill mache. Hier diese Marke ist sehr, sehr entscheidend gewesen, dass der Markt hier nach oben läuft, hier oben drüber läuft. Da wird ja hier untergeordnet oder beziehungsweise im Trendverlauf erstmal wieder einen schönen Aufwärtstrend haben. Und wir sehen diesen Trend in seinen Bewegungen und seinen Korrekturen auch sehr schön mit untergeordneten Trends, die wir auch zum Traden nutzen können. Das sind also immer sehr, sehr wichtige Hintergrundinformationen, die wir dazu suchen können, um zum einen zu sagen, wir traden jetzt beispielsweise nur den Index, sei es über den Future, sei es über einen CFD oder ein anderes Produkt, einfach basiert auf die Grundlage des Indizes, oder aber wir machen es, wie ich sehr, sehr gerne auch im Aktienbereich mache, dass wir uns entsprechend auch die Aktien aus diesen Bereichen heraussuchen, um dann mit diesem positiven Fahrwasser auch Aktien zu traden, die wir schön in die Long-Richtung auch handeln können. Und bei diesem Handeln in die Long-Richtung möchte ich auch ganz gerne mal noch den stärksten US-Index mir hier anschauen, und zwar ist das hier der Nasdaq. Das heißt, die Technologieaktien sind auch wieder sehr, sehr, sehr stark im Moment. Der Markt sieht ja auch anders aus als die anderen Indizes, die wir uns gerade angeschaut haben. Das heißt, der ist hier auch gar nicht in die Situation gekommen, dass er die 200er-Tagelinie unterschritten hat und hat hier im Endeffekt auch sehr schön jetzt schon wieder groß den Aufwärtstrend und hier untergeordnet entsprechend auch einen Aufwärtstrend, der hier momentan auch das gleiche Kursmuster hat wie die anderen Charts beziehungsweise der S&P 500, den ich gerade mit Ihnen besprochen hatte. Und das ist schon sehr, sehr schön zu sehen, dass der Markt hier seitwärts läuft. Und auch hier wäre es doch von Vorteil, wenn der Markt die Stärke finden würde, nach oben drüber zu gehen. Das heißt, das würde dann dazu führen, dass sich dieser Aufwärtstrend hier entsprechend fortsetzt und wir Stück für Stück mit nach oben laufen können, um das Ganze rund zu sehen. Also hier die Börsenampel aus meinen Augen momentan auch sehr, sehr schön grün in diesem Bereich. Und wenn wir von einer Ampel sprechen, die auch grün ist, was momentan auch ein sehr, sehr interessanter Sektor ist, da möchte ich mir gerne mit Ihnen nochmal den Ölmarkt auch anschauen. Warum? Der Ölpreis an sich ist ja ein wichtiges Gut für unsere Wirtschaft. Die Weltwirtschaft wächst. Wir haben hier mittlerweile einen sehr, sehr starken ansteigenden Ölpreis. Wir haben seit langer Zeit einen stabilen Aufwärtstrend hier in diesem Bereich. Ich bin hier auch investiert im mittelfristigen Bereich, um an den Ölpreissteigerungen auch teilzuhaben. Aber nichtsdestotrotz, es ist interessant auch für den Ölsektor. Das heißt, wenn wir uns mal Aktien scannen und die mit dem Ölmarkt zu tun haben, ist das natürlich auch gut, weil der hohe Ölpreis stützt natürlich erstmal die Ertragsmarge dieser Unternehmen. Und wenn die Ertragsmarge oder die Nachfrage nach dem Öl gut ist wegen der Wirtschaft, dann hat man halt aus der Wirtschaft gute Aufträge, die dann auch für erhöhtes Auftrags- und Umsatzvolumen sorgt. Und das sind dann Dinge, die können wir über die Branchenscans, die wir durchaus machen können, da hatte ich ja auch schon das ein oder andere Wort drüber verloren, hier direkt in den Markt hineingehen und auch mal diese Branche screenen, um dann Aktien herauszuziehen sozusagen, die aus den Märkten herauskommen in diesem Sektor und mit diesem starken steigenden Ölpreis sozusagen einhergehen. Und wie schon gesagt, das Ölinvestment, das habe ich momentan im Portfolio einfach, um von diesem Schwung, den wir hier nach oben haben, langfristig zu profitieren, ohne dass ich jetzt großartig immer wieder rein und raus in den Markt muss. Also das heißt, das ist für mich hier ein Standardinvestment, um die Grundstimmung, die wir hier haben, auch Stück für Stück in diesem Bereich mitzunehmen. Und dann würde ich ganz gerne nochmal auf den Euro-US-Dollar schauen, weil viele von Ihnen das natürlich auch immer wieder nachfragen und wir diese Währung natürlich auch als Leitwährung in Europa haben und das Ganze in Korrelation zum
im US-Dollar, weil wir viele Dinge im US-Dollar auch bewegen müssen. Und hier in diesem Markt ist es so, wenn Sie sich das Ganze mal anschauen, hier auch im kleinen Bereich, im großen Bereich, in diesen Trendgrößen, spielt jetzt eigentlich keine riesengroße Rolle, welchen Trendbereich wir uns anschauen. Wir sollten hier einfach erkennen, der Markt ist hier definitiv auf der Abwärtsrichtung unterwegs. Wir haben hier einen intakten Abwärtstrend. Wir haben hier in diesem Bereich auch schon gesehen, es gab spannende Situationen hier bei dieser Währung, wo wir, ich zeige Ihnen das gleich mal, wo wir hier in diesem kleinen Augenblick, so, hier nehmen wir das Ganze mal rot, wo wir hier die Situation hatten, dass wir noch keine massiv fallenden Abwärtskurse hatten. Also die Tiefs sind hier noch nicht gefallen, aber wir hatten immer wieder die Situation der Tatsache, dass der Markt hier oben eine Verkettung von fallenden Hochkursen hatten. Das heißt, der Druck von oben nach unten ist immer früher geworden. Diejenigen, die bei mir in der Ausbildung gewesen sind, die wissen, was das bedeutet, was sich hier entsprechend an sowas auch andeutet. Und das ist immer interessant und immer spannend zu sehen, wenn es dann auch zum Trendbruch kommt. Das heißt, dieser Aufwärtstrend hier ist ja gebrochen worden. Hier war das letzte Tief sozusagen gewesen, beziehungsweise hier gab es nochmal einen Peak hoch, das lag noch etwas höher. Hier kam dann vom Prinzip her auch entsprechend der Bruch. Da war der Markt schon abwärts gerichtet und hier kam dann der richtige Schub. Und das Ganze, wenn man sich das mal noch in einer größeren Zeiteinheit anschaut, ich gehe mal ganz kurz mit Ihnen in den Wochenchart. Ich hoffe, da sehen wir es gut. Nein, ich mache es mal noch etwas kleiner. Ich gehe mal noch in den Monatschart. Da sehen wir das Ganze etwas besser. Wir haben hier auch Kurslinien beziehungsweise Trendlinien, die man denn über den ganz, ganz langen Zeitraum entsprechend sehen kann. Und wir wissen oder wir merken das über diese Linien. Da reagiert der Markt sehr, sehr gerne an diesen Linien. Und wenn wir hier mal schauen, was wir hier für eine Linie hatten, schauen Sie mal, diese Linie ist immer wieder angestoßen worden. Der Markt lief immer mal wieder ran oder beziehungsweise in die Nähe dieser Linie und drehte dann nach unten ab. Und wir haben hier halt auf diese Art und Weise auch sehr, sehr stark nach oben gedreht, und das Ganze jetzt hier oben im Umkehrschluss nach unten gehabt. Das ganze Spiel hat auch von der Unterseite funktioniert. Ich muss hier nur mal ganz kurz ein paar mehr Kerzen reinladen. Einen kleinen Augenblick. Ich gehe mal kurz auf 3000 Kerzen. Ich hoffe, ich kriege hier die Historie weit genug entsprechend in den Markt rein. Na, schade, kriege ich gerade nicht rein. Was ich Ihnen zeigen wollte, auf der Unterseite gab es hier genauso eine Linie im Euro-US-Dollar, wo der Markt entsprechend auch rangelaufen ist. Das heißt, wir hatten hier unten einen Widerstandsbereich, wo wir sehen konnten, der Markt sprang ab. Wenn Sie sich mal den Langfristchart vom Euro-US-Dollar anschauen möchten, ich kriege den jetzt leider aus Datengründen nicht rein, das ist jetzt aber kein großer Beinbruch, dann hatten wir genauso eine Situation, wie wir hier an der Oberseite hatten, schon auf der Unterseite. Das sind so eine Multi-Time-Frame-Resistance-Line, die wir in diesen Charts häufig sehen. Und diese sorgen ganz oft für ein bestimmtes Maß an Bewegung. Und wenn wir merken, der Markt fängt hier oben dran rumzudrehen, wie das hier der Fall gewesen ist, sehen Sie, der Markt ist rangelaufen und hat jetzt hier Stück für Stück von oben angefangen, fallende Hochkurse zu haben. Das ist jetzt hier der Monat, also das ist auch nichts, wo man Eile haben muss. Dann sieht man das Ganze auch in der Woche beziehungsweise im Tag, dass man diese leichte Dimension nach unten hat und dann kommt der Abwärtstrend. Und das sorgt dann häufig für Bewegung. Und das können wir sehr, sehr schön auch sehen, wenn wir hier entsprechend in den Märkten das Ganze uns anschauen und nach unten hin weiter entsprechend auch traden. Und dann sehen wir auch in den Trendverläufen immer mal wieder diese entsprechenden Signale hier. Ich habe jetzt einfach mal mein Reversal Pattern Short reingelegt, wann solche Umkehrsituationen kommen. Und da brauchen wir einfach nur zu gucken. Schauen Sie, wir hatten hier diese starke Bewegung nach unten. Wir hatten einen Rücklauf und in diesem Rücklauf kam diese Umkehrkerze und hat den Markt wieder schön nach unten geschoben. Jetzt hat man hier eine kurze Korrektur, da kam wieder dieses Signal und dann schubst wieder ein Stück nach unten. Das ist alles in kleinen hier jetzt. Aber das sind Dinge, wo Sie sehen, da funktioniert die Markttechnik auch relativ gut und die Handelssignale, die wir hier über die Software bekommen, können wir auch sehr, sehr schön entsprechend in diesen Bereichen umsetzen für die Trades hier Stück für Stück nach unten auch mit in diese Märkte. Also das ist immer sehr, sehr spannend und Sie sehen, wo der Markt momentan auch angekommen ist. Wir sind hier mittlerweile wieder in einem Bereich einer Unterstützung. Das zeichne ich Ihnen auch gleich mal noch mit ein. Und diese Unterstützung, die dienen halt häufig erstmal auch so ein kleines bisschen zum Innehalten. Ich ziehe das mal ganz kurz hier rein. Schauen Sie, hier haben wir eine Unterstützung, die hier unten schon ein paar Mal gehalten hat, wo der Markt auch immer wieder mal raufgelaufen ist und wieder hochgedreht ist. Und hier kämpft der Markt jetzt so ein bisschen mit dieser Marke. Das heißt, es kann hier auch durchaus passieren, dass der Markt einfach ein Stückchen hochläuft. Schauen Sie, wir sind ja auch schon ein ganzes deutliches Stückchen in die Bewegung reingelaufen. Wenn wir jetzt hier wieder korrigieren sozusagen und dann wieder ein Umkehrsignal bekommen, dann können wir ohne weiteres aus der Korrektur heraus entsprechend wieder nach unten traden. Also wir haben hier keine zwangsweise Eile, die wir hier sehen müssen, sondern
sondern wir sehen momentan, dass der Markt das Ganze spielt. Die Wirtschaft in den USA entwickelt sich besser als in Europa momentan. Und das sehen wir. Die Zinskurve geht wieder auseinander. Der Euro stagniert noch, weil die Inflation in Europa einfach nicht anläuft. Und in den USA läuft die Wirtschaft gut. Die Inflation steigt an. Die Notenbank in den USA überlegt sogar noch einen Zinsschritt mehr zu machen in diesem Jahr als geplant. Wir sehen diese 10-Jahres-Anleihen in den USA schon wieder bei knapp 3%, 2,8 oder 2,9% sind wir da momentan. Das sind Dinge, die die Zinsschere auseinandertragen und das bringt natürlich Nachfrage nach US-Anleihen. Da wird Geld in US-Dollar umgetauscht, Euro sozusagen verkauft und das bringt dann entsprechend Druck in den Markt und das kann dann Stück für Stück dazu führen, dass die Preise auch weiter nach unten fallen. Und wenn wir mal sehen, hier im nächstgrößeren Bild, wenn wir uns mal die nächste Trendgröße vom Prinzip her angucken, wo es auch herkam, wir haben hier den Bruch entsprechend von dem nächsten Trend, der übergeordnet ist, also die Trendgröße 1 hier im China Trader, um das mal laufen zu lassen. Da haben wir momentan die Situation hier unten, dieses Level um die 1,15. Was haben wir hier? 5,25 in diesem Bereich irgendwo. Das ist auch noch ein Anlaufpunkt. Und wenn der unterschritten wird, dann haben wir sozusagen auch diesen großen Trend im Markt gebrochen. Und das sind dann einfach Zeichen, wo auch, sage ich mal, Verkäufer folgen können und die Trends nach unten hin weiter fortzuschreiben. Also all diese Dinge sehen wir hier momentan bei der Analyse dieses Indizes auf der Agenda. Okay, damit also zum Euro-US-Dollar. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal noch auf ein paar Dinge, die interessant auch sind. Sie sehen hier oben, ich sammle ja meine Kandidaten auch, die ich so Stück für Stück habe. Ich schaue in den Trendverläufen auch nach starken Bewegungen oder nach Korrekturmustern, die sich innerhalb von Trends bilden. Und da gibt es halt im Endeffekt immer wieder aus diesen Listen heraus dann Tageskandidaten, die ich dann auf der Liste habe, um in den Markt auch einzusteigen. Und hier ist es beispielsweise so, dass ich fange mal mit der Boeing beispielsweise auch an. Wir haben die Boeing hier im Tageschart. Wir hatten hier, das hatte ich auch im Traders Yard geschrieben, da poste ich auch ab und zu mal, wenn ich die Zeit habe, das ein oder andere Setup. Wir hatten ja hier bei dieser Aktie, bei der Boeing hatten wir ein sehr, sehr schönes Muster. Das hatte ich auch angekreuzt. Das war eine Tasse mit Henkelformation. Hier bei der Henkel, schauen Sie, hier unten lief das Volumen deutlich nach unten. Der Henkel war relativ flach gesehen, relativ enge Eröffnungs- und Schlusskurse beieinander hier über ein paar Tage. Und dann kam schön der Ausbruch unter erhöhtem Volumen, also wirklich richtig herrlich. Und jetzt ist es hier momentan so, ich habe diesen Ausbruch habe ich leider nicht traden können. Das war ein Tag, da war ich nicht am Desk dran. Aber nichtsdestotrotz, man verpasst halt als Trader auch den ein oder anderen Trade, weil es einfach mal auch ab und zu andere Dinge gibt, wo man nicht direkt am Markt sitzt. Jetzt haben wir hier ein interessantes Korrekturmuster. Sie sehen, Sie haben hier so einen abfallenden Trend nach unten hier in diesem Bereich. Und da ist es natürlich interessant, wenn der Markt hier nach oben ausbricht, dann kriegen wir das Kaufsignal. Und was halt interessant ist, dass wir diese Korrektur nach unten auch wieder mit leicht fallenden Volumen sehen können. Und das ist natürlich eine spannende Geschichte, weil wenn die Korrektur mit fallendem Volumen einhergeht, dann zeigt uns Tradern das, dass der Wille, viel zu verkaufen, nicht unbedingt da ist. Und dann sollte es so sein, dass der Ausbruch mit steigendem Volumen kommt. Und das ist immer sehr, sehr, sehr interessant in diesem Bereich hier auch zu sehen. Also das ist definitiv eine Aktie, die ich auf der Watchlist hatte. Der Markt hat hier ja heute schon mal ganz kurz den Ausbruch nach oben hin geprobt. Wir sehen das hier in der Stunde. Der Markt lief schon mal hoch. Was jetzt schön wäre, ist einfach, wenn sich der Aufwärtstrend hier in der Stunde bildet. Da braucht es einfach noch ein bisschen Stärke. Wir haben heute leider einen Markt, der ja etwas seitwärts wieder läuft. Auch die Indizes laufen seitwärts. Da kommt nicht so richtig Schub nach oben ab. Das fehlt hier so ein kleines bisschen. Die nächste Aktie, die ich hier auf der Uhr hatte, da habe ich schon einen ersten Trade auch gemacht. Und zwar hier diesen Ausbruch aus diesem Tasse mit Henkelmuster. Also wir hatten, oder was heißt Tasse mit Henkelmuster? Wir haben hier keine klassische Tasse mit Henkelformation, weil wir einfach hier einen starken Abwärtstrend haben. Also wenn Sie sich die GE mal angucken, wir sind hier in einem Abwärtstrend und da macht es keinen Sinn, nach einer Tasse mit Henkelmuster zu suchen. Aber diese Form erinnert schon dran. Was für mich hier als Einstieg aber wichtig war, war nicht die Sache, dass Sie hier vielleicht eine Form von Tasse mit Henkel finden, sondern vielmehr die Situation, dass wir hier einen Markt gehabt haben, der sozusagen ansteigend gewesen ist. Das heißt, wir haben ja hier einen Markt gehabt, der entsprechend hier
nach oben angestiegen ist. Und dann hatten wir hier so ein paar Tage mit so Seitwärtsbewegung, mit relativ wenig Bewegung und hier unten ein schön stark abnehmendes Handelsvolumen. Das war sehr, sehr interessant. Und dann kam entsprechend hier der Ausbruch, wo das Handelsvolumen auch etwas leicht angestiegen ist. Das war ein gutes Zeichen. Das war ein sehr, sehr, sehr schöner Trade. Den Trade habe ich gestern hier beendet, als der Markt hier zweimal diese Tops gemacht hat und immer wieder abverkauft hat, bin ich hier entsprechend gestern rausgegangen, habe die Position aus dem Markt genommen. Aus trendtechnischer Sicht ist es jetzt spannend. Ich war heute Morgen oder in den USA heute Morgen hier bei uns am frühen Nachmittag in der Aktie schon mal wieder long investiert in diesem Bereich, weil ich die Kursumkehr traden wollte. Aber der Markt hat mich einfach wieder rausgeworfen. Hier die Indizes haben hier stark rumgedreht. Aber jetzt ist es momentan so, dass der Markt doch wieder hochläuft. Das heißt, wenn wir das Ganze mal auf Trendbasis sehen, wir sind jetzt hier entsprechend im Großen, das ist mal der Trend, den wir hier haben. Wir sind jetzt hier sehr, sehr tief in die Korrektur entsprechend hineingelaufen und das entsprechend hier, dieses wird die Tagesumkehr. Das heißt, wenn wir das Ganze dann auch mal auf Tageschartbasis bringen, dann sehen wir natürlich, wenn sich das dann morgen fortsetzt, dann wäre das sehr, sehr positiv, weil dann sehen wir entsprechend auch in der Stunde einen Aufwärtstrend und das wäre ja schön zu sehen. Das wäre dann eine Bestätigung dieses Kurslevels. Wie schon gesagt, der erste Versuch heute Morgen, der hat mich einfach rausgedrängt, weil die Märkte wieder stark zurückgelaufen sind. Wir sind hier schön hochgestiegen, aber ich habe dann die Position leicht im Gewinn wieder rausgenommen, weil wir einfach gesehen haben, die Indizes sind stark zurückgekommen. Wenn wir uns mal anschauen, was der Index hier entsprechend heute gemacht hat. Wir sind gut gestartet in den Tag und da liefen wir halt einfach entsprechend auch nach unten. Jetzt laufen wir wieder hoch. Das ist halt so in den kurzfristigen Dingen, aber nichtsdestotrotz, die GE ist für morgen auch auf der Liste. Wenn sich hier entsprechend die Lage positiv weiterentwickelt, dann ist das für mich definitiv ein Einstiegssignal, was wir dann nach oben schön wieder traden können in diese Marktrichtung. Und da können wir halt auch sehen, wenn der Markt wirklich schön nach oben läuft. Wir haben halt hier den vorhergehenden Trendverlauf nach unten. Wir können hier schön die Frage beantworten, wer kauft denn nach uns? Das können wir hier draus sehen. Also hier auch ein spannender Titel. Die nächste Aktie, die ich hier auf der Uhr habe, ist die Netflix. Die Netflix, die hatte ich auch schon im Traders Yard gepostet. Hier eine sehr, sehr schöne Situation, wenn wir uns mal dieses Muster hier hinten auch anschauen. Diese schöne Basis, die wir hier gehabt haben, hier vom Hoch eine schöne Korrektur sozusagen gehabt und hier ein paar Tage entsprechend mit flachen Kursverläufen, mit abnehmenden Handelsvolumen hier unten. Also sehr, sehr, sehr schön. Und dann sozusagen die Situation hier rauszukommen, nach oben zu traden mit leicht ansteigendem Handelsvolumen. Also das war wirklich sehr, sehr gut, hier zu traden. Die Position, ich habe sie heute Morgen aufgrund der Schwäche wieder aufgelöst. Im Nachgang hätte ich sie noch behalten sollen, weil die Märkte jetzt wieder etwas nach oben laufen. Aber das weiß man nicht so genau. Aus diesem Grund habe ich hier die Position einfach zugemacht, weil wir hier am Kurshoch waren und heute Morgen die Tendenz, wir können uns das mal ganz kurz im Stundenchart anschauen, wir sind halt hier schön hochgelaufen und dann gab es halt hier die Tendenz, dass der Markt so ein Stück weit wieder runtergekommen ist zu der Eröffnung und das hat mich hier zur Gewinnmitnahme gebogen, weil wir momentan einige dieser Ausbrüche nicht nachhaltig haben und wenn der Markt doch deutlich nach unten läuft, dann nehme ich den ein oder anderen Gewinn an dieser Stelle auch mit. Jetzt haben wir hier die Situation, dass der Markt auch sehr, sehr schön nach oben dreht. Das wird dann im Endeffekt, Sie sehen es auch hier, ich habe ja diese High Spike Liste, dann läuft der Markt irgendwann in den High Spike rein, dann gibt es ein Korrekturmuster und dann eröffne ich entsprechend den nächsten Trade. Das hat also hier nach oben sehr, sehr schön funktioniert, was ich hier an dieser Stelle auch noch mitgeben kann, ist die Aktie IQ, das Kürzel, auch sehr, sehr, sehr spannend hier in diesem Bereich. Hier habe ich heute Morgen auch einige Gewinne mitgenommen. Der Entry war hier richtig cool. Der ist mir hier in diesem Bereich gelungen mit diesem Ausbruch nach oben hin. Warum? Ich habe hier die Aktie, das ist auch eine IPO-Aktie gewesen. Wir haben die Situation gehabt, wir haben mit diesem großen High Spike gehabt. Der Markt lief hier runter, markttechnisch schön eine tiefe Korrektur gemacht dieser ganzen Geschichte. Und als sie dann rumgedreht ist und aus diesem Korrekturmuster rausgebrochen ist, habe ich einfach zugegriffen und habe dann hier oben entsprechend verkauft. Ich habe das gesehen, der Markt wollte hier nicht so richtig hoch. Er ist ein bisschen zögerlich, aber wir sehen das Riesenhandelsvolumen. Aber nichtsdestotrotz, das erste Stück der Bewegung habe ich auch mitgenommen und es kommt ja oft an diesen Punkten zwei zu Rücksetzern. Und hier habe ich einfach geschaut, was der Markt hier oben macht und habe dann schön diese Kursgewinne in dieser kurzen Zeit auch mitgenommen. Das ist ja auch fein. Da wird der Trader sozusagen vom Markt auch belohnt, wenn er entsprechend gute Arbeit macht. Was haben wir noch auf der Uhr? Wir haben hier die Adidas mit auf der Uhr. Das sehen wir heute hier. Ich möchte die Aktie auch noch mal ganz kurz beleuchten. Ich hatte das gestern im Traders Yard auch gepostet. Das ist eine Aktie. Das ist momentan
Ein hier, Sie sehen es auch, ein Markt, sag ich mal, der hier in diesen Widerstandsbereich reingelaufen sind. Das heißt, wir haben noch keinen richtigen Aufwärtstrend. Wir haben aber auch den Abwärtstrend nicht so richtig rausgenommen. Das heißt, wir haben hier so einen Bereich, der ist, sag ich mal, spannend auch für kurzfristiges Trading zu sehen. Warum ist das spannend zu sehen? Weil wir hier, Sie sehen mal, schauen Sie sich mal dieses Kursmuster an. Wir haben hier keine neuen Hochs, aber wir haben fallende Tiefs. Das heißt, der Markt fängt hier entsprechend immer später an, hier auch aufzukaufen oder beziehungsweise neu zu kaufen. Und das ist so ein Zeichen von Schwäche. Und das kann für die kurzfristigen Trader, die im kurzfristigen Zeithorizont agieren, immer mal wieder interessant sein, wenn der Markt in diesen Widerstandsbereich hier oben reinläuft und dann entsprechend in den kleineren Zeiteinheiten in der 5 Minuten sehen, Mensch, hier oben läuft der Markt jetzt ran und dreht dann wieder nach unten. Dann haben wir hier die Trendbildung, die Abwärtstrendbildung. Und das kann dann wirklich schön dazu genutzt werden, intraday die Trends nach unten mit zu traden. Das bekommen wir alles schön angezeigt. Aus diesem Grund und die Adidas hier für das kurzfristige Trading für den einen oder anderen doch interessant. Für mein Portfolio war es jetzt nicht ganz so interessant, aber ich weiß, dass der ein oder andere das Ganze sich auch gerne mal mit anschaut. Und aus diesem Grund hatte ich diese Aktie auch gepostet. Auf der anderen Seite ist die Aktie für die Long-Geschichte natürlich auch ein bisschen interessant, weil wenn der Markt das Ganze hier unten entsprechend rausnimmt und dann doch einen Aufwärtstrend bildet, dann sind wir halt in einem frühen Aufwärtstrend unterwegs und der frühe Vogel fängt den Wurm, das wissen wir alle. Und wenn wir dann hier in den Aufwärtstrend gehen, haben wir halt das Potenzial, wenn der DAX auch wieder rumdreht und auf die Höchstkurse läuft, dann kommen wir halt relativ früh rein hier. Im Optimalfall wäre das hier wirklich um die Kursmarke von knapp 197, 198. Da sollte dann auch steigendes Volumen dabei sein, dass wir auch ein gutes Momentum nach oben haben. Und dann natürlich hier, wer kauft nach uns? Wir sehen es im Chart, wo die entsprechenden Marken liegen. Das sind dann Fragen, die können wir von vornherein beantworten. Und das macht dann natürlich auch Spaß, wenn wir solche Dinge hier entsprechend auch mitsehen. Dann habe ich die Apple auf der Uhr momentan auch sehr, sehr, sehr interessant. Und zwar haben wir hier bei der Apple einen sehr, sehr starken Move nach oben gehabt. Die ist vom Tief hier unten bei 160 nach oben geschossen innerhalb von ein paar Handelstagen, glaube ich, 14 Tagen etwa sind das gewesen, auf 190. Und jetzt sehen wir hier oben diese hohe Flagge. Das Korrekturmuster hatte ich ja vorhin schon mal beschrieben. Wir haben einen Markt, der relativ eng schwankt. Also so viel Bewegung ist das hier nicht. Und schauen Sie mal hier unten, wir haben ein doch abfallendes Volumen. Das liegt unter dem Durchschnitt der letzten 50 Tage. Das ist immer sehr, sehr interessant. Das heißt, die Verkäufer wollen nicht unbedingt raus. Und wenn wir uns mal die Spannen zwischen Eröffnungs- und Schlusskursen in diesen Tagen anrechnen, so groß auseinanderlaufen die nicht. Das heißt, das ist wirklich sehr, sehr schön zu sehen. Und wir haben untergeordnet auch schon ein bisschen so die Tendenz nach oben hin mitlaufend. Das ist spannend zu sehen. Wenn der Markt hier oben drüber kommt und mit deutlich Volumen läuft, dann ist die Apple einfach eine sehr, sehr schöne trendige Aktie, die wir hier ganz, ganz toll nach oben hin mittraden können. Und deswegen liegt diese Aktie definitiv auch auf meiner Uhr als Watch. Und das ist ganz, ganz wichtig, das hier auch mit im Blick zu haben, wie schon, wenn Stärke aufkommt, ist das für mich ein toller Trendtrade. Und wenn man das mal so an sich anschaut, schauen Sie, wir haben jetzt hier eine starke Bewegung gehabt, wir haben jetzt eine Korrektur hier an dieser Stelle, würde dann auch ein Trend entstehen, wenn man das mal aus diesem Blickpunkt sehen möchte. Also auch für die Trendhändler, das ist hochinteressant und hochspannend, da kann doch einiges kommen. Dann habe ich hier auf der Uhr noch die Chipotle Mexican Grill Incorporation, auch ein herrlicher Chart, das ist echt der Knaller. Auf diese Aktie bin ich gekommen, nach diesem wahnsinnigen High Spike hier. Der Markt ist hier wie wahnsinnig nach oben gelaufen. Die Aktie schreibt sehr, sehr, sehr gute fundamentale Zahlen. Der Ausbruch war ja richtig schön gekommen. Und dann sehen wir hier während der ersten Korrektur entsprechend ein niedriges Handelsvolumen. Dann kam hier der Schub entsprechend noch nach oben, aber der hat nicht so doll angehalten. Das Volumen war schon schön, aber wir sehen, was hier entsprechend passiert. Das ist das, was ich auch gemeint hatte, dass wir entsprechend viele dieser Trades momentan zwar anlaufen haben, aber danach relativ schnell auch Korrektur einsetzen. Jetzt ist allerdings die interessante Geschichte. Das ist der Grund, weshalb ich hier in diesen Trade nicht reingegangen bin, aber hier mich das viel, viel mehr interessiert. Und zwar, das ist die Tatsache, wenn Sie sich mal die starke Bewegung hier in diesem Bereich anschauen, dann ist das anders als das, was wir hier sehen. Hier sind die Eröffnungs- und Schlusskurse viel, viel enger beieinander. Hier haben wir viel, viel engere Spanne zwischen dem Hoch- und dem Tiefkurs. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Und was wir auch sehen, schauen Sie sich mal das Handelsvolumen hier unten an und vergleichen Sie das mal mit hier. Das ist eine sehr, sehr, sehr spannende
spannende Geschichte. Und da das jetzt hier ein Muster ist in der Korrektur, seitwärts laufend in einem bestehenden Aufwärtstrend, ist das so ein Momentum, wenn das nach oben schiebt, das kann richtig ordentlich knallen. Und bei diesem kleinen Handelsvolumen, wo jetzt wir sehen, diese unruhigen Hände sind aus dem Markt rausgeschüttelt worden, das ist hochspannend. Das kann eine explosive Mischung geben. Aus diesem Grund auch sehr, sehr schön hier entsprechend auch auf der Uhr. Und hier sehen Sie auch den kleinen Trend. Wir haben hier schön die tiefe Korrektur in diesem Bereich. Und das sind diese engen Kontraktionsmuster, die ich doch sehr, sehr gern trade. Ich liebe diese Muster und das macht dann wirklich richtig Spaß, weil man kann sich auch sehr, sehr eng entsprechend absichern und die Trades hier nach sehr, sehr gutem Chance-Risiko-Verhältnis beziehungsweise mit gutem Risikomanagement auch in den Markt mit hineinlegen. Dann würde ich sagen, gucken wir noch mal kurz in meine Liste mit den Cup Formations. Da habe ich hier entsprechend die Twittern. Die Time Warner ist hier noch drin, aber die ist hier falsch drin. Die muss eigentlich in die Contraction Patterns. Die muss aus den Cups raus. Die besprechen wir dann gleich bei den Contraction Pattern. Hier haben wir die EA entsprechend auch sehr, sehr spannend. Die Electronic Arts hat ja einen wahnsinnigen Kursverlauf auch hinter sich gebracht. Und das sind immer die schönen Momente, dass man Aktien hat mit Unternehmen, die wirklich sehr, sehr gute Zahlen schreiben, sehr gut am Markt auch unterwegs sind und dann uns immer wieder die Situationen geben, dass sie schöne Formationen bilden. Die liegt jetzt auf meiner Uhr hier entsprechend und wir haben jetzt hier einen Markt, der in der Korrektur, die wir momentan haben, auch vom Volumen her nach unten läuft. Was mir nicht so gut gefällt momentan an dieser Stelle ist, dass der Verlauf nach unten doch schon mehr ist. Also das sind knapp 5%. Das ist nicht ganz so schön. Flachere Dinge wären hier wirklich viel, viel schöner, aber ich habe es auf der Watchlist einfach, um mal zu sehen, was hier passiert, wie sich der Markt auch entwickelt, ob das Volumen vielleicht noch ein Stück weit zurückgehen und die entsprechenden Kurse noch etwas enger aneinander kommen. Das werde ich beobachten. Als nächstes ist hier die Aktie der COT Corporation. Auch hier, Sie sehen es, wir haben eine schöne Korrektur gehabt von oben nach unten. Haben wir ein schönes Muster gebildet. Wir haben während der gesamten Korrektur einen Bereich hier unten im Volumen gehabt, der am Durchschnitt beziehungsweise im Großteil leicht unter dem Durchschnitt lag. Das heißt, das sind auch Zeichen, dass hier nicht zwangsweise die Großinvestoren ausgestiegen sind. Und jetzt haben wir hier so ein klein wenig so eine Bildung, so eines roten Bodens. Wir sind hier vom Handelsvolumen auch wieder deutlich runtergegangen. Sie merken, ich zögere hier auch noch so ein kleines bisschen, weil wenn ich mir die Tiefe vom Henkel angucke, da haben wir auch wieder momentan so einen Henkel, der geht an die 5% ran. Das kann wirklich gut funktionieren. Ich habe halt gemerkt, wenn die Henkel tiefer als 5% sind, ist das nicht ganz so schön, aber wenn wir hier entsprechend auch die Kurse enger aneinander liegen sehen, wenn ein paar Schlusstage, wir sehen ja hier sind sie schon ganz, ganz eng beieinander und das Volumen fällt hier weiter ab, das kann schon ein schönes Spannungsmoment geben, wo wir dann nach oben ausbrechen können und wir können ja hier auch sehr schön die Frage beantworten, wer nach uns kauft, da haben wir noch einiges da, also hier die COT auch sehr, sehr schön entsprechend zu sehen und dann die BA und die Netflix hatten wir ja schon besprochen, hier haben wir dann noch die Aktie von Facebook auch wirklich sehr, sehr schön. Die große Hauptkorrektur lief über 23% nach unten, also wirklich auch im Rahmen. Klar, der eine oder andere, der jetzt sagt, was quatscht denn der Seidel hier mit der Markttechnik? Da haben wir doch Aufwärtstrend oder Abwärtstrend. Das ist doch hier ein klassischer Abwärtstrend gewesen. Jetzt gab es hier den Aufwärtstrend. Was guckt denn der hier rein? Ganz klar, bei diesem Kontraktionsmuster, zum Beispiel Kontraktionsmuster oder auch die Tasse mit Henkelformation, da passiert es in den Korrekturen regelmäßig, dass die vorhergehenden Trends entsprechend auch gebrochen wurden. Das ist völlig normal. Deswegen ist ja der Sachverhalt der, dass wir hier einfach schauen, wie ist das Verhalten der Marktteilnehmer und wir sehen halt das Verhalten der Marktteilnehmer auch in den finalen Kontraktionen auch drinnen. Und das ist ja das Spannende, was passiert hier oben? Wir haben jetzt hier wieder einen Henkel, der relativ flach ist. Also wir sind jetzt bei ungefähr 3%. Wir sehen hier unten, das Handelsvolumen nimmt doch deutlich ab und das ist dann spannend zu sehen, wenn diese Aktie hier wieder oben drüber läuft, dann haben wir ein möglicherweise schönes Signal und wenn das Ganze mit überbordendem Volumen kommt, das heißt wirklich einen schönen Volumensanstieg bringt, dann ist es doch sehr, sehr spannend und aus diesem Grund scanne ich halt die Märkte nicht nur nach Trends, Korrekturen und Bewegungen, sondern ich schaue mir auch bestimmte Kursmuster an, die ich immer wieder sehe, um dann aus diesen engen Kontraktionen entsprechend auch mit Blick auf den Chartverlauf zu sehen, wie läuft das Ganze denn an? Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen,
Bei der GE beispielsweise, da hatten wir halt auch diese finale Endkontraktion und diese Kontraktion hat dann zur Entstehung eines Aufwärtstrends gebildet. Und dann bin ich halt in den gleich beginnenden Aufwärtstrend auch reingekommen. Und das sind ja die spannenden Sachen, die wir hier entsprechend mitsehen können. Und damit gehen wir dann nochmal zu den Kontraktionsmustern. Und da haben wir hier beispielsweise die Aktie von RH mit empfohlen im Portfolio. Wir hatten hier eine tiefe Korrektur von gute 30%. Das ist im Rahmen, viel tiefer sollte es nicht laufen, weil sonst muss der Markt zu viel nach oben mitnehmen. Dann fehlt dann meistens die Kraft für den Ausbruch. Wir haben hier als nächstes die zweite Kontraktion mit knapp 13%. Hier sind wir jetzt momentan in der dritten Kontraktion und Sie sehen, so über den Daumen halbieren die sich immer wieder. Das heißt, ich rechne jetzt hier auch noch mit der Bildung einer vierten Kontraktion, die dann flacher ist, vielleicht zu 2, 3%. Das wäre sehr, sehr schön zu sehen. Sie sehen, das Handelsvolumen ist hier nicht so der Knaller in der Aktie. Ich hoffe, Sie können es hier unten ein bisschen erkennen. Wir liegen leicht unter dem Durchschnitt, das ist ganz gut. Die finale Kontraktion sollte noch kommen, ist also auf der Watchlist. Und mit dieser Watchlist sehen Sie auch mal, wie lange das Ganze auch dauern können, bis sich solche Formationen bilden. Das ist wirklich auch sehr, sehr schön für Menschen geeignet, die nebenberuflich handeln, weil das können Sie wirklich nebenbei machen. Da müssen Sie nicht permanent immer am Handelsdesk sitzen, den 5-Minuten-Chart betrachten, um dann zu sehen, läuft es jetzt nach oben, wird das Setup getriggert oder nicht, sondern das sind Dinge, die können Sie wirklich sehr, sehr schön auch am Wochenende mit vorbereiten. Eine Aktie, die hier auch zusätzlich noch drin ist, ist die Aktie der Amazon. Und da haben wir hier entsprechend das Gleiche. Die können da eigentlich bald auch in die Tasse mit Henkelformation reinfallen. Aber hier haben wir einfach die Situation, dass wir auch wieder diese abflachenden Kontraktionen haben. Und jetzt laufen wir hier so ein bisschen seitlich, auch unter abnehmendem Volumen. Das ist deutlich niedriger, das Volumen, das Handelsvolumen, was wir hier unten haben. Das ist schön. Wir haben also eine Korrektur, wo die unruhigen Hände raus sind. Die Apple-Aktie ist auch schön trendig nach oben. Wir haben hier momentan einen Aufwärtstrend, der auch in der Korrektur ist, ähnlich wie wir das bei der Chipotle vorhin gesehen haben. Und das ist spannend, wenn der Markt wirklich hier oben drüber läuft, dann haben wir hier das Signal, wenn das mit Volumen und Schmackes nach oben reinläuft, dass wir dann hier sehen können, was die Händler auch nach oben machen. Das mal zu diesem Thema und dann wissen Sie, ich schaue auch immer gerne mal nach den High-Spike-Kandidaten und da ist auch die ein oder andere Aktie mit drin, die nach so einem High-Spike kommt und hier können wir auch noch mal kurz im Durchgehen schauen. Sie haben eine starke Aufwärtsbewegung, hier müssen wir jetzt erstmal auf die Korrektur warten. Die Aktie ist aber mit reingekommen in den Markt. Hier läuft das Ganze auch seitlich. Die Aktie können wir hier beispielsweise auch direkt rausnehmen, weil die hat hier nichts mehr drin verloren. Nach so einem Spike, wie wir den hier hatten, will ich einfach starken Move nach oben sehen, starkes Momentum. Da gehört so eine Aktie hier entsprechend auch nicht mehr rein in den Markt. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Wir haben hier die ExxonMobil. Wir hatten hier auch einen starken Move nach oben. Gestern haben wir auch den Schub schon nach oben gehabt mit hohem Volumen. Das hat sich gestern sehr, sehr spannend angefühlt, aber mir hat noch der absolute Schub nach oben gefehlt. Heute wird sie etwas abverkauft. Das ist dann nicht so schön. Das liegt daran, dass der Ölpreis auch etwas nach unten fällt. Und damit sehen Sie auch die Korrelation zu bestimmten Rohstoffen, was ich vorhin bei der Besprechung mit dem Ölpreis gesagt habe. Diese Korrelation ist schon da. Und wenn wir merken, dass der Ölpreis wieder anzieht, dann merken wir auch, dass solche Unternehmen wieder nach oben mit anziehen. Und das ist dann spannend zu sehen, wenn wir die Korrelationen hier haben. Und Sie sehen, wir hatten hier einen schönen Move nach oben, eine Seitwärtskorrektur entsprechend. Aber der Markt wollte nicht so wirklich richtig nach oben laufen. Und das sind dann die Dinge, wo man auch unterscheiden kann, wann geht denn sozusagen eine Aktie rein in diesen in diesen in diesen in diesen in, ins Depot, dass der Markt sozusagen die Stärke aufbringt und wann ist es besser, den Trade nicht zu machen, weil wir einfach das Momentum nicht sehen. Und wenn starkes Momentum vorhanden ist, dann schiebt es die Aktien halt nach oben oder nach unten, je nachdem, in welche Richtung das Momentum läuft. Und wenn das Momentum plötzlich verloren geht oder gar nicht erst aufkommt, das sind dann so Zeichen dafür, dass der Markt wirklich gar nicht so richtig schön auch reinläuft. Und Sie sehen auch hier, was in der Stunde passiert. Der Markt lief hier lange Zeit seitwärts. Gestern hat es der Markt nach unten gebrochen, lief nochmal hoch und jetzt haben wir hier unten in der Stunde den Abwärtstrend. Und das sind dann immer so Zeichen, wo man relativ leicht auch sehen kann. Und das macht auch den Vorteil dieser Software aus, dass man bestimmte Sachen gut und einfach miteinander kombinieren kann und dann sozusagen aus den Dingen, die wir hier sehen, ganz schnell entscheiden können, geht es denn nun long in den Markt oder aber nicht. Und wenn wir beispielsweise also auch auf tiefen Korrekturen mehr kommen, sehen wir auch im unteren Bereich beispielsweise schön, wie der Aufwärtstrend oder der Abwärtstrend korrigiert wurde und die entsprechenden Hochs der Abwärtskorrektur beispielsweise dienen dann, um die Frage zu beantworten, wer nach uns kauft, wer unseren Trade nach oben schieben kann. Das sind dann Dinge, die wir sehr, sehr schön hier in diesem Bereich entsprechend auch mitsehen. Dazu also ein wenig Einblick in ja, meine Arbeitsweise. Heute sehr, sehr
Praxisnah, da ging es mal etwas weniger um die einzelnen Bestandteile vom Agena Trader. Ich hoffe, das hat aber nicht weiter gestört. Ich schaue jetzt noch mal ganz kurz, ob es noch die ein oder andere Frage gibt. Das sehe ich jetzt hier nichts. Ich sehe auch auf Facebook einige Live-Zuschauer. Ich freue mich, dass auch dieser Kanal mittlerweile ja doch entsprechenden Anklang mit findet. An dieser Stelle möchte ich mich ganz gerne bei Ihnen für die Aufmerksamkeit bedanken. Das nächste Webinar findet dann am zweiten Donnerstag im Juni statt. Das können Sie sich also auch schon mal mit notieren oder Sie abonnieren einfach den Webinarkalender auf der Seite von Agena Trader. Dann verpassen Sie hier entsprechend auch diese Webinare nicht. Für diejenigen, die sich das Ganze im Nachgang anschauen möchten, wie schon gesagt, ich habe das Ganze vorhin schon mal gezeigt. Ich stelle die Dinge immer auf die Webinaraufzeichnung auf meiner Internetseite investorschule.de. Da können Sie das Ganze auch dann noch einmal anschreiben bzw. anschauen. Und wenn jemand eine Frage hat, kommen Sie ruhig auf mich zu, schreiben Sie mir eine E-Mail oder machen Sie das Ganze über das Kontaktformular auf meiner Webseite. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen, einen ja, schönen Abend wünschen, gute Trades und bis zum nächsten Mal, Ihr Mike Seidel.